In diesem Video bauen wir das schnellste Flugdraft aller Zeiten. Aufstellung 3 für 3 flach, möglichst viele Flügelspieler, das braucht man für ordentlich Pace. Boom! Raul Gonzalez! Rechter Flügel und alles fast 90 plus. Anthony, let's go, 95 Pace, easy peasy. Kapitel, komm schon, ordentlich Pace. 98, Ivy Lopez! Ja, das ballert. Am Ende des Videos werden wir mit diesem Draft auch noch ein Spiel spielen und da gibt's dann noch eine kleine Extra-Challenge. Machen wir mal einen Innenverteidiger. Oh, 87er Innenverteidiger, ja, leck mich doch fett. Mittelfeld, ja, das sieht gar nicht gut aus. Ja, hier sieht auch aus, als wäre er gerade aufgestanden, Digga. Ja, komm, den nehmen wir. Lacroix hat 93 Pace, ja, geh rein da, Junge. Oh, Fabian, wunderschöner Name, habe ich gehört. Rodriguez, der spielt halt in Uruguay. Renato Sanchez, natürlich. Oh, der bekommt sogar den Perfect Link zum Innenverteidiger. Haha, yeah. Zweiter Innenverteidiger. Nach Hause, let's go. Ab nach Hause, Freunde. Ab nach Hause zum Mandy. Oh Gott, der war schlecht. Upa, upa, upa. Meccano. Mittelfeld rechts. Kloibert, Diatta auch 97 Pace. Kloibert oder Diatta? Kloibert oder Diatta? Kloibert oder Diatta? Kloibert. Linkes Mittel. Diaz. Einfach 95 Pace. Gleich mal rein ins Team. Der Torhüter noch. Wen haben wir da als richtigen Speedster? 56. Ja, und so wie der Torhüter habe ich auch gerade geguckt, dass ich gesehen habe, dass der das meiste Pace hat. Mann, Mann, Mann. So, auf der Bank brauchen wir noch was Gutes. Nuno Mendes, 99 Pace. Hat einfach durchgespielt, Mann. Und wir nehmen den ins Team. Freunde, aber bezüglich der Challenge, ich brauche noch einen sehr, sehr langsamen Spieler. Erkläre ich euch noch warum. Ja, Adama Traoré fällt da sicherlich nicht drunter. Messi, dann ist da einfach so ein 97er El-Sharawi da. Ja gut, aber der ist auch higher rated, also nehmen wir. Komm schon, einen langsamen Spieler, so einen Simon Terodde oder so. Ja, oder einen Stindl. Einen Stindl. Lars Stindl ist der perfekte Spieler. Hätte ich nicht gesagt, dass ich das meinem Fooddraft sage, Mann. Kimmich, Hernandez und Moussa Diaby. Zunge zeigen tut man nicht, außer Moussa Diaby, der hat 96 Pace, der kann sich's erlauben. Wie Lukaku und Sancho sich hier gegenseitig anbrüllen. Und Phil Foden hilft mir auf der Suche nach dem Spieler mit dem meisten Pace und das ist der Kerl hier. Guillaume Sit. Tja, ja. Mbappé, Kylian, Mbappé. Natürlich war der im Team. Alessandrini, boah, den gibt's auch noch. Der hat eine richtig geile Olympique-Marseille-Karte, Mann. Abdi Pelé. Gillette Abdi Pelé. So sieht's nämlich aus. Na komm, Ricken hat mehr Pace. Also, den haben wir noch als Torwart. Ja, super. Mele hat noch ordentlich Pace. Und der letzte Spieler für unser Team. Rapetti oder Kanté wären richtig geil, aber es ist halt Bukayo Saka mit dem meisten Pace. Den nehmen wir. Noch ein Manager mit viel Speed. Ja, Kölner, der sieht mich richtig speedreich an. Und so sieht unser fertiges Draft aus. Und Freunde, wir haben einfach das schnellste Draft aller Zeiten gebaut. Der langsamste Spieler in dem Team ist einfach Luis Diaz mit 95 Tempo. 95 Tempo! Juhu. Gut, das einzige Problem ist vielleicht, dass wir Kylian Mbappé in der Innenverteidigung haben und auch sonst keine KI. Aber gut. Paste, Bruder. Aber es fehlt noch die eine Challenge und zwar Lars Stindl. Denn der ist der langsamste Spieler und der kommt in die Mannschaft. Falls ich dieses Spiel nicht gewinnen sollte, muss ich selber 100 Meter laufen und gar kein Bock, Mann. Ja. Super Start. Eine Minute und wir sind schon hinten. Es wäre ja so passend, wenn ausgerechnet Stindl mich heute retten würde, Mann. Nope. 0:2. Nach 4 Minuten. Alter, wir müssen einfach die Schnelligkeit ausspielen, Freunde. Einfach die Schnelligkeit ausspielen. Ja, besser. Ja, das ist abseits. So, und jetzt mal über die Flügel raus. Da, Pace. Adama Traoré. Oh, dass ich nicht zu... Oh, macht er gut, mach ich gut. Nope. Überleg ich noch, ob ich rüber sweate, ich Idiot. Mach's doch einfach. Und jetzt sind Kylian Mbappés Innenverteidigerqualitäten gefackt und das macht er richtig klasse. Lopez. El-Sharawi steckt hier zu der Anschlusstreffer, Freunde. Stefan El-Sharawi. Die Frisur ist, by the way, zu wild, was der Kerl hat. Einfach Legende, der Kerl. Ja, komm schon. Damit hast du nicht gerechnet, gell? Gegner, das hier... Nein, aufpassen. Was ist denn? Was ist denn das für ein Scheißtor? Lässt du mich verarschen? Lässt du mich komplett verarschen, Mann? Wieso laufen meine Verteidiger jedes Mal so vogelwild nach vorne? Oh shit. Here we go again. Was macht der Torhüter? Der legt sich einfach 3 Minuten vorher schlafen und dann liegt er so da. Ja, wieso haben wir ein Gegentor kassiert? Weil du ein Vollidiot bist. Da schmeckt der Kaffee gar nicht. Gib alles, aber niemals auf. Ja, El-Sharawi, der Trickser. Boah, da zeige ich aber meinen kompletten Skill. Okay.
Ich hätte schon wieder. Der hätte mich das dritte Mal. Ja, okay, das. Okay, gut, okay. Ja, können wir da irgendwer läuft sich mal frei? Traoré, mach's. Oh ja, Elfmeter, aber da mal sowas von. So, nächstes Problem, ich habe keine Ahnung, wie ich den treffen soll. Stindl. Ohne Spaß, Stindl hat die besten Elfmeter mit irgendwo so 70. Willst du mich verarschen? Oh, wieso schießt er jetzt? Ich hab doch gar nichts gedrückt. Boah, der schießt einfach automatisch nach der Alter, EA, ich hasse euch. Ohne Spaß, ja, und der geht wahrscheinlich auch noch rein. Aber das ist absolut möglich gegen den Gegner. Das ist absolut möglich. Ja, Mann, El Sharawi. Der Comeback ist on. Das wird das Comeback des Jahres, Freunde. Schalke war gegen Dortmund auch mal 0-4 hinten. Oh, Mann, du bist doch so schnell, dann kommst du bei dem Ball nicht hinterher. Stindl, jetzt rett uns doch endlich mal. Boah. Oh, das sieht nicht gut aus. 2-5 und es ist noch nicht mal eine Halbzeit gespielt, Mann. Oh, Livakovic, da macht er sich aber sehr theatralisch, für das noch kein Ball gefangen hat, gefühlt. So eine Pflaume, ey, ohne Spaß. Diaby. Ja, Pace hat er. Wenn wir was haben, dann Pace. Oh, da ist ja gar keiner. Oh, Livakovic hat einen Save gemacht. Ich kann es nicht fassen. Die Welt steht nicht mehr lang, Freunde. Der hat wirklich einen Ball gehalten. Sollen wir schon voll in die Attacke gehen? Sehr offensiv zur Halbzeit. Stindl. Stindl ist doch umgeräumt worden. Wieso kriegt er deine Hilfe nicht? Wollt ihr mich verarschen? Er lupft ihn doch sowieso. Ja, und jetzt ist Livakovic aber zur Stelle. Konter. Jetzt, da ist alles frei. Und Diaby ist schnell. Jetzt muss er nur noch abschließen können. Das ist die Frage. Ja, kann er natürlich, also kann ich natürlich. Was ist denn das für ein Fake-Shot, Mann? Der ist gut. Oh, Diaby, also das ist ganz gut gelungen, ja. Ja, komm schon, 30 Minuten für 2 Tore. Das ist alles machbar. Oh, voll ins Gesicht. Wir können da das Spiel wieder schnell machen über Diaby. Ja, der kommt nur nicht an den Ball. Aber schnell habe ich das Spiel gemacht. Das ist Stindl. Ja, das ist verlegen schnell machen, aber Stindl macht's auch so. Entschuldigung an meine Nachbarn, die hier vielleicht vermuten, dass hier schmutzige Filmchen gedreht werden. Nee, ich spiele nur FIFA, Freunde. Ja, lauf doch noch mehr. Der Torhüter geht mir so am Arsch, ohne Spaß, Mann. Läuft bei jedem zweiten Ball vorbei und tut dann so, oh, die Verteidigung, wie konnte das passieren? Ja, wie konnte das passieren, weil du scheiße bist, Mann. Ja, kriegst du doch. Wollt ihr mich verarschen? Der Torhüter stand im Tor und bekommt so einen Lupfer rein. Vollidiot. Das Schlimme ist, der Gegner ist noch nicht mal gut. Ich bin einfach nur mad scheiße. Auch irgendwie traurig. Ah, Livakovic bei 3-7. Ja, Mann, da gibt er sich die Faust. Den kaufe ich mir nachher und discarde den. Ohne Spaß, Mann. Kein Bock auf den Kerl. Gar kein Bock auf den Kerl. Nochmal, wenigstens noch ein schönes Tor. Oh, natürlich geht der dann nicht rein. Aber wir müssen dranbleiben. Es ist vielleicht natürlich noch möglich. Es ist FIFA. Der kommt dem nicht mal nach. Wir sind einfach langsamer. Ich spiele mit 95. Ja, natürlich bekommt er. Spring noch theatralischer hinterher, du. Aber am Ende des Tages war es eine knappe Angelegenheit. 6 Tore mehr und wir hätten gewonnen. Pff, ja, was ist das schon, oder? So, und wir discarden jetzt noch einmal diesen Livakovic. Fahrt, Kollege. Ja gut, dann laufen wir mal. Gar keinen Bock, Mann. Go, Freunde! Oh, wir sind so schnell! Gareth Bale ist nichts gegen uns! Usain Bolt, Freunde! Alter Schwede, ich war einfach schneller als der Sprung von Gareth Bale damals. Und wenn dir das Video gefallen hat, guck als nächstes gerne auch noch das Video hier. Und wir sehen uns dann da drüben. Ciao! Und Ehrenmänner abonnieren auch noch!